Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Nach dem Unboxing vom Gigaset GS5 geht es in diesem Video um die Ersteinrichtung. Wir schalten das Gerät mal zusammen an und bewegen uns Schritt für Schritt hin zu unserem Homescreen, den wir dann das erste Mal einsehen wollen. Viel Spaß dabei! Ja, dann wollen wir uns in diesem Video mal mit der Ersteinrichtung vom Gigaset GS5 beschäftigen. Wir haben das Gerät hier vor uns liegen, noch ausgeschaltet. Der Akku liegt bereits drin, das haben wir im Unboxing schon erledigt. Und das hoffe ich, dass ihr das dann irgendwie hinkriegt. Und dann ist der erste Schritt eigentlich das Einschalten. Wir drücken dazu etwas länger auf die rote Taste. Und dann gibt es ein kleines Vibrationssignal, das merkt man dann. Und wir sehen Gigaset powered by Android. So sieht das Ganze erstmal aus. Und dann warten wir kurz, bis wir beim ersten Screen der Ersteinrichtung landen. Ja, da sind wir auch schon. Und zwar hier als erstes bei der Sprachwahl, ganz herkömmlich. Aktuell steht das Gerät noch auf Englisch. So kommt es praktisch aus dem Werk, dass das erste Mal einschalten die englische Sprache hier erstmal hervorruft, solange das Gerät noch nicht weiß, was wir denn wollen. Und zwar setzen wir hier einfach mal eben um auf Deutsch und wählen jetzt hier nochmal Deutschland, weil die Sprache Deutsch wird ja in verschiedenen Ländern gesprochen, halt auch in Österreich. Wir sagen jetzt hier, wir sind in Deutschland. Hallo, jetzt sehen wir auch, werden wir auf Deutsch begrüßt. Deutsch, Deutschland starten. Wir können hier unten noch einen Notruf abgeben. Das ist immer das, was man als erstes gleich kann. Das ist auch ganz gut so. Beziehungsweise haben wir auch Einstellungen für Sehbehinderte. Da kann man dann eben zum Thema Talkback vorlesen, Anzeigegröße, Schriftgröße und so weiter. Wenn wir das hier mal ausprobieren, wir können hier eben, wir sehen, das ist jetzt auf Standard gestellt. Und wenn wir das größer kurbeln, dann werden eben hier zum Beispiel Nachrichten und so entsprechend größer gesetzt. Genauso können wir auch die Schriftgröße verändern. Das ist hier der Standard. Und wenn wir das ganz groß kurbeln, dann ja, dürfen auch Leute mit Sehschwierigkeiten das erkennen können. Ganz klein, um es noch zu demonstrieren, das ist dann ja sehr klein. Kann man sich auch dran gewöhnen, wenn man gut gucken kann, aber ich denke mal hier, der Standard ist nicht umsonst der Standard, das ist schon ganz in Ordnung. So, dann gehen wir hier mal zurück und sagen jetzt starten. Wir kommen als erstes zu dem Punkt Mobilfunkverbindung herstellen. Wenn du SIM-Karten hast, lege sie jetzt ein. SIM-Karte einlegen machen wir in einem extra Video, das zeigen wir euch da genau, wie es geht. SIM-Karten deswegen, weil wir ja hier ein dual-SIM-fähiges Gerät haben. Man kann also hier zwei SIM-Karten einlegen. Wie gesagt, wir machen das in einem extra Schritt. Das ist jetzt hier nicht unbedingt relevant für eine Ersteinrichtung und deswegen sagen wir überspringen. An dieser Stelle werden jetzt schon unsere WLAN-Netzwerke automatisch gesucht, die hier in der Umgebung sind. Da wir in einem Bürogebäude sind mit anderen Büros hier um uns herum, haben wir hier ein paar mehr in der Liste. Bei euch wird dann da eventuell, wenn ihr zu Hause seid, das eure auftauchen, vielleicht noch das vom Nachbarn. Und genau, man wählt dann hier einfach sein WLAN-Netzwerk entsprechend aus und gibt das Passwort ein. Das mache ich jetzt mal eben. So, nach erfolgter Passworteingabe kann ich mir das hier nochmal anzeigen lassen, um es nochmal zu kontrollieren, ob ich es auch richtig abgetippt habe. Wenn ich mir sicher bin, kann ich jetzt sagen verbinden und dann geht das Ganze los. Wir werden mit unserem WLAN-Netzwerk verbunden und dann kommt auch schon automatisch der nächste Schritt. Dein Smartphone wird vorbereitet. Jetzt, wo er die WLAN-Verbindung hat, wir sehen auch hier oben das WLAN-Symbol. Ich zeige es mal ein bisschen näher. Jetzt sind wir halt im WLAN-Netz und dementsprechend gehen auch die ganzen anderen Schritte jetzt vonstatten. Da warten wir mal kurz ab. Dann kommen wir hier als nächstes zu dem Schritt Apps und Daten kopieren. Wir können von einem anderen Gerät praktisch Daten übernehmen. Wenn wir jetzt noch ein Altgerät parat liegen haben, dann können wir sowas wie Apps, Fotos, Kontakte und das Google-Konto übertragen. Wir richten dieses Handy ja komplett neu ein, deswegen sagen wir hier, wir wollen nichts kopieren. Ihr müsstet jetzt auch weitergehen, wenn ihr Daten kopieren wolltet. Wir sagen nicht kopieren. Und an dieser Stelle melden wir uns jetzt erstmalig mit unserem Google-Konto an. Sofern ihr ein Google-Konto habt, gebt ihr einfach erstmal eure E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein. Im nächsten Schritt kommt dann die Passwortabfrage. Andernfalls könnt ihr hier auch ein Konto erstellen. Oder wenn ihr das alles gar nicht wollt und nichts habt, dann könnt ihr das auch hier überspringen. Allerdings, ja, muss man eben dann auf gewisse Dinge verzichten. Und deswegen, wir wollen ja das alles nutzen und geben jetzt hier mal unsere E-Mail-Adresse ein. So, die E-Mail-Adresse habe ich eingegeben und jetzt kann ich als nächstes zum Passwort weiterschreiten und das muss ich jetzt hier einmal eingeben. So, nach erfolgter Eingabe des Passworts fürs Google-Konto kann ich auch dies mir hier anzeigen lassen, wie eben beim WLAN-Passwort. Ich kann auch, sofern ich mein Passwort vergessen habe, dann mir hier helfen lassen über diesen Link. In unserem Fall sind wir sicher, dass das Passwort stimmt und gehen auf Weiter. Dann werden wir jetzt hier mit den Nutzungsbedingungen von Google vertraut gemacht, genauso von Google Play und Datenschutzerklärung. Das können wir uns dann alles nochmal genau durchlesen unter den Links. Damit das hier nicht ausartet, stimme ich dem einfach mal zu.
Und dann warten wir auf den nächsten Schritt. Jetzt werden erstmal die Kontoinformationen abgerufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier angekommen bei den Google-Diensten können wir wählen, was denn geschehen soll, ob unsere Daten in Google Drive gesichert werden sollen. Das lassen wir in diesem Fall aktiv. Wir lassen auch den Standort aktiv, also Standort verwenden. Das hilft uns zum Beispiel bei Navigations-Apps, dass dann eben automatisch die Apps auf den Standort zugreifen dürfen. Und WLAN-Suche zulassen, auch das ist sinnvoll. Wenn ihr euch in ein fremdes WLAN-Netzwerk begebt, dann sucht euer Gerät eben automatisch und sagt hier, hallo, ich bin in einem neuen WLAN-Netzwerk. Und dann könnt ihr eben denjenigen, zu dem das WLAN-Netzwerk gehört, nach dem Passwort fragen. Und Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden, das ist ein Punkt, den wir immer abwählen. Das muss man nicht unbedingt machen. Und hier unten sehen wir noch Updates und Apps installieren. Das ist auch nur eine Information, das können wir nicht weiter ab- oder anwählen. Wenn du fortfährst, stimmst du zu, dass auf diesem Gerät auch automatisch Updates und Apps von Google, deinem Mobilfunkanbieter und dem Hersteller dieses Geräts heruntergeladen und installiert werden können. Möglicherweise auch über eine mobile Datenverbindung. Genau, da muss man dann natürlich drauf aufpassen. Meistens wird man ja irgendwie informiert darüber, wenn jetzt ein Update kommt, dass das dann eben nachts installiert wird, wenn ihr das Handy nicht braucht, wenn ihr im WLAN-Netzwerk seid und vielleicht das Ding sogar an einer Ladestation habt. Das sollte man dann eben beachten. So, durch Tippen auf Akzeptieren werden die ausgewählten Einstellungen für diese Google-Dienste bestätigt. Ihr könnt natürlich die Regler auch anders setzen. Wenn ihr zum Beispiel das alles nicht wollt, wählt ihr das ab und drückt dann eben auf Akzeptieren. An dieser Stelle können wir uns einen Suchanbieter auswählen. Hier sind wie immer die 10, 12 Stück aufgeführt. Wir wählen immer Google und ihr könnt natürlich auch einen anderen wählen und sagen dann weiter. Und zur Sicherheit sollen wir jetzt eine PIN einrichten. Das kann ich auch nur jedem dringlichst raten, wenn ihr euer Gerät nicht entsprechend sichert durch eine Displaysperre oder im Nachhinein auch, wenn wir eine SIM-Karte einlegen, durch eine SIM-PIN. Dann ist das Gerät eben ja für jedermann bedienbar, der das mal irgendwie in die Finger bekommt und das wollt ihr ja bestimmt nicht. Deswegen auf jeden Fall eine Sperre einrichten. Ihr könnt hier noch andere Optionen wählen. Wir können zum Beispiel auch anstatt der PIN ein Muster wählen oder ein Passwort. Wir sagen jetzt aber PIN, das passt. Wir geben hier immer nur der Einfachheit halber 4x0 ein. Ihr solltet euch an dieser Stelle dann schon ein richtiges Passwort bzw. eine richtige PIN ausdenken, die komplizierter ist als unsere hier, aber die ihr eben euch auch trotzdem gut merken könnt. Und wenn ihr dann soweit seid, das nochmal bestätigt habt, wie ich jetzt gerade, dann drückt ihr auf Bestätigen und dann geht's weiter. Hier können wir jetzt unseren Fingerabdruck direkt einrichten, um auch das Gerät mit dem Fingerabdruck entsperren zu können. Das ist nicht relevant für eine Ersteinrichtung, dementsprechend überspringen wir das. Dazu gibt es dann auch ein separates Video von uns. Und dann sehen wir hier den Google Assistant. Sag einfach, hey Google, um auf deinen Assistant zuzugreifen. Ja, das kennen wir, aber auch das werden wir später erledigen. Das ist auch nicht dramatisch wichtig in der Ersteinrichtung. Alle Schritte, die wir jetzt überspringen, die könnt ihr eben ganz in Ruhe auch später noch in den Einstellungen dann selber vornehmen. Und jetzt können wir hier mit Google Pay bezahlen. Alles klar, das kennen wir. Zahlen auch sie kontaktlos, wie Millionen von Menschen, schnell und sicher bezahlen. Das können wir auch später einrichten. Überspringen wir hier. Und dann werden wir jetzt gefragt, sonst noch etwas? Du kannst jetzt noch einige Funktionen einrichten oder dies später in den Einstellungen nachholen. Ihr seht, auch das können wir alles später nochmal extra machen. Wir können jetzt nochmal die Schriftgröße ändern, wenn wir gemerkt haben, ist uns doch zu klein. Oder wir können schon einen Hintergrund ändern oder Infos auf Sperrbildschirm festlegen. Wir können auch ein weiteres E-Mail-Konto hinzufügen. Alles nein, danke in unserem Fall. Und dann geht's weiter. Systemaktualisierung, die Datenschutzerklärung von Gigaset Communications GmbH in diesem Fall. Das könnt ihr dann euch auch alles in Ruhe durchlesen. Das ist einiges an Text. Und ja, man sieht schon, wie viel das ist. Das geht eben darum, dass Gigaset hier auf der sicheren Seite ist, indem sie euch über ihre Geschichten da informieren. Ich habe Datenschutz gelesen, alles klar, Haken setzen und weiter. Wenn ich den Haken nicht setze, kann ich auch gar nicht akzeptieren und weiterklicken. Das ist dann hier ausgegraut, deswegen den Haken müsst ihr schon setzen und dann geht's eben weiter. Gesicht registrieren, das können wir an dieser Stelle schon machen, aber auch das machen wir nicht. Das ist wie Fingerabdruck einrichten, das könnt ihr dann im Nachgang auch machen. Die Erkennung über das Gesicht ist auch nicht unbedingt so zu empfehlen, weil man eben auch im ja, heftigsten Fall einfach ein Foto von jemandem vors Gerät halten kann, vor die Selfie-Cam und eventuell das Gerät dann auch entsperrt. Deswegen, da wäre ich immer vorsichtig. Wir können jetzt das hier registrieren. Wenn ihr natürlich euer Gesicht registrieren wollt, der Einfachheit halber, dann macht das. Wir überspringen diesen Schritt. Wir haben ja schon die PIN eingerichtet. Das reicht erstmal an Sicherheit. Jetzt haben wir hier noch einen Hinweis zur Ladebegrenzung. Um die Lebensdauer Ihres Smartphone-Akkus zu verlängern, wird die Ladegrenze bei 90% Akkukapazität voreingestellt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über die Akkueinstellungen diesen Wert zu verändern oder die Ladegrenze abzuschalten.
Ja, alles klar. Ich akzeptiere die Ladebegrenzung zur Erhöhung der Akkulebensdauer und dann sagen wir hier mal weiter. Und jetzt sehen wir hier schon unser Hintergrundbild. Genau, und wir sind auf dem Homebildschirm angekommen. Wir haben jetzt unsere Ersteinrichtung soweit absolviert. Wir sehen jetzt hier oben tut sich noch ein bisschen was. Der muss sich erstmal setteln. Und wir sehen hier oben zum Beispiel unsere eben gewählte Google-Suche, also die Searchbar hier oben. Ja, dann wischen wir mal hier hoch in die Apps, um zu sehen, wie das so aussieht und funktioniert. Alles klar, wir können ja hier mal in die Einstellungen kurz einen Blick werfen. Und ja, gut, wir haben bezüglich der Herzangabe habe ich gar nichts gefunden zu dem Display. Aber man sieht schon, dass es gibt flüssigere Geräte. Aber wie gesagt, behaltet den Preis von 300 Euro im Auge. Das Handy bietet eigentlich schon alles, was man so braucht. Und ja, Ersteinrichtung absolviert, wie gesagt. Wir machen dann weiter mit SIM-Karte einlegen und noch vielen weiteren Tutorials zum GS5. Wenn euch dieses hier jetzt erstmal geholfen hat und auch noch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.